Menschen brauchen kein Coaching. Menschen brauchen Menschlichkeit. Das stimmt jetzt natürlich so formuliert nicht ganz 100%. Denn ein Coaching kann sehr unterstützend sein. Ich bin überzeugt, dass man mit Menschlichkeit viel besser, effizienter und vor allem nachhaltig Ziele erreichen kann. Und wenn man als Coach Menschlichkeit lebt und sie auch noch vermitteln kann, dann ist der Klient auch viel mehr bereit, an sich selber zu arbeiten. Und genau bei dieser Menschlichkeit setzt unser Reintegrationsprogramm an. Unser ganz normaler Alltag stellt uns oft vor grosse Herausforderungen und es verlangt schon noch viel von uns ab. Kein Wunder, stoßen wir irgendwann an unsere Grenzen. Und genau so, oder noch schwieriger, kann es für Menschen sein, die jetzt gerade ihren Job verloren haben und zum RAF müssen. Oder diejenigen, die schon länger auf dem Sozialamt sind. Je früher wir anschauen und einen Blick in unser Inneres wagen, desto eher finden wir wieder einen Weg in die Selbstverantwortung. Durch anhaftenden Stress schadet Körper, Geist und der Seele. Das ist nichts Neues. Jedoch genau dadurch können psychische wie auch physische Erkrankungen ausgelöst werden. Darum ist es so wichtig, die Zeichen wahrzunehmen und auch zu handeln. Denn mit Stress, Blockaden und Glaubenssätzen erreichen wir unsere Ziele einfach nicht. Im Gegenteil, all das schlägt uns auf unsere Gesundheit und je mehr wir uns mit negativen Geschichten und Gedanken befassen, umso schlimmer wird es. Wie sollte man dann wieder positiv denken, wenn alles schief läuft, Job verloren, Geldmangel, ein schlechtes Gewissen der Familie gegenüber, Angst und nicht genau wissen, wie könnte es jetzt weitergehen. Wieder Träume und Ziel haben, das möchten wir doch alle. Der Walt Disney hat einmal gesagt, wenn du erträumen kannst, dann kannst du alles erreichen. Das ist einfacher gesagt als gemacht. Mein Name ist Belinda Strotzer. Ich bin Ausbilderin, Trainerin und Coach. Seit vielen Jahren begleite ich Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen mit diversen Techniken und Tools, damit sie wieder gestärkt, zuversichtlich in die Zukunft gehen können. Mit gezielten Sitzungen mache ich den Klienten negative Gedankenmuster und Glaubenssätze bewusst. Jedoch, nur das Bewusstsein allein, das langt nicht. Es braucht Motivation und Durchhaltewillen. Und vor allem auch eine gute Gesundheit. Es ist wichtig, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und mit ihr auch wieder mal Frieden schliessen. Das ermöglicht uns, auch wieder mal einen Blick dürfen, in die Zukunft zu machen, neue Kräfte zu sammeln und sich wieder das Träumen zu erlauben. All das möchte ich gerne mit den Klienten erreichen. Was wäre, wenn? Stellen Sie sich mal vor, wie das Leben der Klienten aussieht, wenn sie wieder selber ihre Richtung bestimmen können. Sie lernen ihre Energie selbstbestimmend steuern, Blockaden lösen sich auf. Sie lernen Stress abzubauen und sie können plötzlich auch in hektischen Situationen wieder mal Ruhe bewahren. Sie werden wieder erfolgreich. Sie gewinnen Selbstbewusstsein und Stärke und kommen wieder in ihre eigene Motivation hinein. Dann haben sie die richtige Energie, um sich aktiv um ihre zukünftigen Jobs selber zu kümmern. Sicher haben sie auch schon mal Stress erlebt, auch stressige Zeiten schon mal gehabt oder Blockaden und Glaubenssätze, die sie haben, um ihre Ziele zu erreichen. Damit sie ihren Stress reduzieren können, empfehle ich Ihnen, klopfen Sie mal Ihre Thymusdrüse. Nehmen Sie einen tiefen Atemzug und klopfen Sie sie ganz fein. Sie ist gerade hier in diesem Bereich beim Brustbein. Sie ist ganz eine kleine Drüse. Sie kann aber Wunder bewirken. Wenn wir sie regelmässig aktivieren und klopfen, hilft sie uns, wieder ins Zentrum hineinzukommen. Sie hilft uns aktiv auch, den Stress zu regulieren und sogar zu senken. Das könnt ihr mit Ihren Klienten mal zusammen machen. Wenn Sie merken, da ist jemand, der unruhig ist oder sehr, sehr gestresst,
zeigen Sie mir mal die Thymusdrüse und klopfen Sie sie doch gerade mal mit. Und Sie werden sehen, wie viel ruhiger das wird. Alles ist möglich. Gemeinsam schaffen wir das. Nur ein klassischer Coach langt einfach nicht. Es braucht einen, der mehr als nur den reinen Integrationsprozess begleitet. Ich betrachte den Menschen ganzheitlich und begleite ihn genauso. Darum freue ich mich, Wegbegleiterin zu sein für den Moment, wo es wichtig ist.